Damit darf ich euch recht herzlich begrüßen, meine lieben Zuschauer, meine lieben Fans, meine lieben Abonnenten zu Outlast 2. Ja, ich freue mich besonders auf dieses Horrorspiel. Nachdem wir Resident Evil 7 durchgespielt haben, dürfte das schlimmere Horror-Let's Play werden. Ich glaube, hier brauche ich eine Packung Windeln, Nerventabletten, was auch immer. Ja, Outlast 2, es wurde schon mit einem Intro vorangekündigt. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst einen Daumen nach oben da für weitere Videos, die folgen werden. Und für dieses Video lasst auch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich, dass ich euch dieses Let's Play zeigen darf und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und da starten wir jetzt mal rein in ein neues Spiel. Los geht es. Wir bleiben bei der neuen Schwierigkeit normal. Ich bin da eher auf Neuland. Albtraum, Wahnsinn. Oh mein Gott, was es da für Schwierigkeitsgrade gibt. Ja, da starten wir mit normal, würde ich sagen. Ist es gegangen? Ja. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good.
ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. Oh. We lost the engine. Fuck. Was passiert hier? Oh mein Gott. Was passiert hier? Outlast 2. Damit beginnt alles. Ja, und da wachen wir in einem Raum auf, nach dem Hubschrauberabsturz. Alles sehr seltsam. Und wer war diese blutüberströmte Frau? Keine Ahnung. Aber sehr, sehr Dings. Schauen wir mal. Können wir da einen Ton ein wenig leiser stellen? Können wir den Ton nicht leiser stellen? Gehen wir zurück zum Spiel. So. Ja. Keine Ahnung, was hier gerade abgelaufen ist. Aber wir gehen mal vorsichtig voraus. Das fängt schon mal ganz lustig an. Hier geht eine Art Schulkasten auf. Schulkasten natürlich. Was ist hier drinnen? Müssen wir was untersuchen? Können wir was machen? Nee, wir können noch gar nichts machen. Warum ist das hier aufgegangen? Keine Ahnung. Ja. Die Uhr tickt auch. Es ist 10 nach 6. Abends wahrscheinlich. Ein sehr interessantes Kreuz. Da geht jemand. Was geht hier vor sich? Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut. So. Da ist eine Karte. Wir sind hier irgendwo inmitten der Pampa. Auch hört ihr das auch? Unerklärlich, diese Geräusche. Ich hoffe, dass da nichts um die Ecke kommt gleich am Anfang. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Was ist hier los? Oh mein Gott. Komme ich hier durch? Nee, komme ich nicht durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was passiert hier? Alles klar, alles sehr verwirrend. Ach so, er hat das wieder nur geträumt. Okay. Oh, unter der Hubschrauber-Dings begraben. Okay, wir haben überlebt und schauen wir mal, ob Lynn überlebt hat. Sieht nicht so aus. Was ist hier los? Lynn? Lynn? Okay. Die Chain Story Del 2. Das ist der Absturz. Sie sieht jetzt aus wie der Teufel. Was ist hier vor sich gegangen? Was ist hier passiert? Okay. Das ist leer. So, wo sind wir hier gelandet? Der Hubschrauber ist ziemlich zerschellt. Sind wir überhaupt über dem Hubschrauber gesessen? Es sah so aus, ja. Können wir hier runter? Ah, das war ganz dumm.
So, wo müssen wir eigentlich hin? Keine Ahnung, hier ist so finster. Wir sehen gar nichts. Da können wir nicht runter. Wo ist der nächste Vorsprung? Ah ja, da glaube ich. Schön vorsichtig. Drücke, um über einen Abgrund zu springen. Alles klar. So. Gut gemacht. Dann geht's hier, glaube ich, weiter. Ja. So, schaut alles sehr gefährlich aus. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Ist da noch wo ein Abgrund? Nee. Ich suche jetzt mal meine Frau. Liegt die da in den Trümmern? Wichtige sollten aufgenommen werden. Drücke R1, um die Kamera zu aktivieren. Das rote zeigt, dass du aufnimmst. Drücke zum Fortsetzen. Wenn das R-Record-Symbol blinkt, heißt das, dass du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst längere Zeit auf das Ereignis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Okay. Hoppala. Drücke, um ins Kameramenü zu gelangen. Okay. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay. Schau dir aufgenommenes an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Okay. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. She wasn't there. Ja, sie war nicht im Wrack. Im Wrack, das ist ganz klar. So. Oh, shit. Jesus. No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Glück gehabt. Lynn! Ah, okay. So, wo geht's da weiter? Okay, es speichert schon mal. Und das sieht sehr gefährlich aus. Da geht's rein. Was ist da? Ach du Scheiße. Fuck this. Lynn. Hilfe, was ist das? Das ist einfach angebunden. Okay. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Das lebendig gehäutet? Ach du Scheiße. So, geht's da unten weiter? Oh Mann. Oh Mann. Da geht's weiter. Oh, ich hasse es. Schaut ziemlich dunkel aus. Was war das? Da hängt doch mal rum. Warum soll ich nach hinten schauen? Oh mein Gott. Ah, das geht laufen. Laufen würde ich nicht an dieser Stelle. Oh, jetzt habe ich mich schon von dem Stein davor geschreckt.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Da geht's wieder runter. Ups. Hoppala. Die Batterie ist auch gleich leer. So, was ist da schon wieder? Ja, er war nicht allein. So. Das fängt mal gut an und schaut ziemlich schaurig aus. Ich dachte erst, es ist die Sonne, aber das ist der Mond. Das spielt ja 10 Uhr nachts. Irgendwas ist hier. Von wo kommt dieser unnötige Sturm her? Da ist eine Schaufel. Da kommen wir nicht drüber. Und da ist eine Scheune. Und ja, soll ich da jetzt reingehen? Können wir da durchs Fenster schauen? Ist da was? Hallo? Klopfen. I'm lost. And hurt. Geht nicht. Blockiert. Gibt's hier irgendwas, was wir verwenden können? Schauen wir mal. Die Kamera ist nicht verwendbar. Blockiert. Ah, da hinten geht's weiter. Was ist das? Okay. Und wozu steht das eigentlich hier? Da ist Licht, da ist ein Lagerfeuer. So. Ist das ein Häuschen, ein Scheißhaus? Da kommen wir nicht vorbei. Das ist ein Scheißhaus. Ein leeres Scheißhaus. Kann ich da reinpinkeln? Nein. Können wir nicht. So. Ah, ich brauche dieses Nachtsichtgerät von der Kamera. Ich höre ja lauter Geräusche. Haben wir das? Sieht aus wie in einem Jigsaw-Film. Da steht jemand. Er verschwindet da hinterhalb. Haben wir eine Waffe irgendwo? Oh mein Gott. Was ist... Oh Gott. Baden in der Scheiße. So. Holy Crowley, verstecken. Was da drin kann man sich verstecken? Du hast keine Batterien. Oh shit.
Ich höre hier Schreie. Ach du Scheiße. Hallo? Hallo? Geht. Was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen in die Richtung. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okay. Ach so, kann man nachladen. Das heißt, wir haben Batterien jetzt. Sehr gut. Wo bin ich hier eigentlich? Hilfe. That's fucked up. Ah, ein bisschen kompliziert. Ja. Ja, jemand hat dich beobachtet, ist ganz klar, oder? Ah, wir spielen hier die ganze... Ah, da ist eine Tür, sehr nice. Hallo, ist da jemand? Kann ich bitte meine Mutter holen? Ich mach mir gleich ins Hemd. Ich mach mir gleich ins Hemd. Okay, da geht's nicht rein. Ah, was ist da Schönes? Batterien wieder. Perfekt. Das ist zugesperrt. Schade. So, aber ich glaube, ich kann da... Wo ist dein Bett? Ah, da kann man sich verstecken. Okay. Guten Tag, mein Name ist Hans die Wurst. Hä? Da hätte ich da auch unten durchkriechen können. Okay, es speichert. Oh Mann. Ach, bevor ich da runter gehe, gehe ich lieber da zurück. Hoppala. Ah, da geht's nirgendwo weiter. Okay, das heißt, wir müssen da unten durch. Da müssen wir unten durch. Und es gibt kein Zurück. Na, jetzt kannst du wieder aufstehen. Es sind lauter Kreuze. Nice, nice. Oh Mann. Sieht das bitte schwer hässlich aus. Laufen wäre keine so gute Idee. So, da liegt auch wieder was. Ach du Scheiße. Wollen wir da wirklich runter? Meine Batterie ist auch schon wieder leer. Ich sehe hier sonst gar nichts. Ein Feuer wäre hier angenehmer als irgendetwas anderes. Ist da irgendwas? Hallo? Ist das meine erste Aufgabe? Um das Dokument zu lesen, schaue ich um mit... Aha. So. Klage der Hebamme. Das Kind. Es kommt. Bereit das Messer macht, das Kind es kommt, Hebamme der Nacht, Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Morgens wird der Feind des Bluts vergossen, wir hier, wir seien verschont. Dieses Gedicht ist ziemlich schwer. Das Kind es wächst, ich leib,
Ihr Leib schwillt an, das Kind wächst, der Höll gesandt. Was heißt das hier? Zekiel ruft. Kann man das könnt ihr das entlesen? Kniet, betet frohe Dinge. Ezequiel ruft und schärft die Klinge. Kniet, betet frohe Dinge. Gut, dann legen wir das wieder hin. Haben wir da noch etwas Schönes? Das ist eine Puppe. Hallo? Oh mein Gott, ich hasse Puppen. Kann ich aufstehen bitte mal? Danke. Muss ich das irgendwie reinlegen können? Gehen wir mal kurz die Kamera weg. Hier ist eh Licht. Das schaut sehr komisch aus. Und das stinkt. Und das ist blutig. Lecker, lecker. Was ist hier passiert? So, da geht's zur nächsten Tür und ihm stinkt's bis zur Hölle. So, auf dieser Seite ist nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich... Oh mein Gott, Babyleichen? Liegt irgendwas Besonderes drin? Wir müssen uns beeilen. Das sieht aus wie ein Kreuz. Ach du Scheiße. So, jetzt will ich da wieder raus. Oh Mann. Das ist ein Schaukelpferd. Es bewegt sich von alleine. Hilfe, Hilfe. Und Batterien werden wir auch gleich machen. Schau, ein Kinderwagen. Das sind Puppen. Überall liegen hier Puppen. Ich glaube, es sind Puppen. Halte um... Ah, okay, wir kommen so unterhalb durch. So. Leute, Leute, ich mache mir fast ins Hemd. Was? Wo ist da jemand? Hallo? Was ist das für eine Stimme? Was ist das hier? Du hast keine Batterie. Ah, das habe ich nicht gewusst. Scheiße. Die Dame habe ich nicht gewusst. Die Dame habe ich nicht gewusst. Das ist gefährlich. Sieht so aus. So, wo sind wir jetzt? Ich sehe hier nichts. Ach so geht das. Wir haben den Ton eingeschalten. Was können wir hier machen? Ah, da liegt etwas. Ich muss leise sein. Das sind Batterien. Wer ist da? Oh mein Gott. Ist die im Scheißhaus? Sag nicht, dass die im Scheißhaus ist. Ah, da wäre was Besonderes, glaube ich. Nee. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay, was ist das? Was ist das? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Oh, Stimmen? Ach du Scheiße. Oh, Batterien. Aber was ist das für eine Stimme?
Was ist das gewesen? Wow, Scheiße! Lass mich bitte in Ruhe. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? So. Da rein. Zack. Okay. Batterien. Bandage. Geht einfach. Hallo? Ich geh da einfach rauf und versteck mich hier. Oder wie sehe ich das? Ah, alles klar. Hier unten durch. Komm schon, geh schon. Bevor mich das hier erwischt. Das nenne ich mal Glück. Im Unglück. So, da kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Ui, 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 ui. So. So, von wo sind wir denn gekommen? Aha. Hä? Von der Seite ist es nicht anziehbar. Ich mach mal die Kamera weg hier. Alles klar. Was ist hier oben? Eh nix wissen. Kapitel 1. Kann man da blättern? Ah, und ein Volk führte bla bla bla. Okay. Oh, hinlegen, okay. So, und jetzt? Ducken. Alles klar, auch. Ganz easy cheesy. Das ist das Licht, was vorher geleuchtet hat. Ich habe das gar nicht so erwähnt, aber das hat jetzt wehgetan. So. God. Oh, do you Jesus. Want him? Who? Then you'll have. Huh? God wants me dead? Okay. Huh? Wo muss ich denn da hin? Ah. Mal hier das weg, dann da rein. Ah, braucht die halbe Zeit. Was ist das hier? Liegt da in den Räumen irgendwas? Nee, ich sehe hier nichts. Und ihr? Seht ihr etwas? Ah, verstecken gehe ich mich da drin nicht. So. Wo sind wir hier? Da sind wir rausgekommen.
Da ist nix. Hilfe. Müssen wir darauf? Nee, da auch nicht. Geh mal da rein. Ja, und? Was ist das? Jetzt haben wir es zugesperrt. Guten Tag, hier ist die Polizei. Wo ist denn da jemand? Mama! Geh da zurück hinein! Mach zu, mach zu, mach zu! Ist hier jemand? Hallo? Steh mal auf. So. Ja, und an dieser Stelle sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Outlast. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Gänsehaut. Ich hatte sie jedenfalls. Da werde ich beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.